in my life. I can't sleep, sleep at night with you running through my mind. Though you make me smile, the situation's driving me wild. So I wrote you this song to show you the way. My love is the pain, my heart's the pain. My soul is the melody. This ain't just another story about love. Words go round in my head, so much needs to be said. But there are other ways to let you know. Knowing things that a guy has a right to be shy. But I've only this way to let it show. I can't sleep, sleep at night without you here to hold me tight. Between the lines to see that I want you in my life. So I wrote you this song to show you the way. My love is the pain, my heart's the pain. My soul is the melody. Give you part of me. This ain't just another story about love. Never been one for talking. Can't you find me a way to open your eyes? Girl, I'm losing so much sleep. So while I'm awake, I write down all the feelings I have. So I wrote you this song to show you the way. My love is the pain, my heart's the pain. My soul is the melody. Give me part of me. This ain't just another story about love. So I wrote you this song to show you the way. My love is the pain, my heart's the pain. No story, baby. My soul is the melody. Give you part of me. This ain't just another story about love. Hey, great. Come to me, yeah? Hi. Hallo. Hello, how are you? Very fine, thank you. Good. Immer dreimal bei euch, ne? Ja. Eins, zwei. Hat es eine bestimmte Bedeutung? No, it's just three is better. Oh, ist das toll. Hi. Two is not enough. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Dankeschön. Wow, also Kurt und Dirk, ich habe euch ja schon mal kennengelernt, vor, glaube ich, einem Jahr oder so. Ja. Super tolle Karriere. Dankeschön. Habt ihr irgendeinen super, super Moment in eurem Leben gehabt, der euch wirklich im Kopf geblieben ist? Ich glaube, dass wir haben jeden Tag haben wir etwas, was ganz besonders ist. So, wir können nicht sagen, nur einer, aber was ganz wichtig für uns war, dass wir die erste golden Schallplatte bekommen haben für anderthalb Jahr, das war für Love Is Everywhere dann. Ja. Aber dann die nächste ist wieder ganz super. Und die nächste, und das Konzert, was wir gemacht haben, für Ever Friends, war wirklich toll. Und ja, wir freuen uns ganz viel auf die neue Tour mit Weihnachten. Gibt es sowas noch bei euch wie Lampenfieber? Nein, nicht ganz Lampenfieber, dass wir negativ nerveus sind. Wir haben mehr, dass wenn wir warten, für auf die Bühne zu gehen, dann haben wir ein Gefühl von, ja, wir willen wirklich jetzt. Aber wir müssen dann noch warten, noch andere Klamotten anziehen und alles. Aber dann willen wir wirklich ganz schnell auf die Bühne gehen. Dann hat man ein bisschen ein Adrenalinegefühl. Und das ist ein gutes Gefühl, aber nicht mehr nervös, dass wir Bauchschmerzen auf die... When our parents came to see the show in... Yeah. Ja, really? In Cologne. Oh. I couldn't eat. Als unsere Eltern zu der Show in Köln kamen, wir konnten nichts essen. Wir waren alle sehr nervös. Es war ungefähr das gleiche Gefühl, als wir vor 4-5 Jahren das erste Mal überhaupt auf einer Bühne standen. Dieses Kribbeln im Bauch, wir hatten Schluck auf, konnten nichts essen. Trotzdem ist es sehr aufregend und schön, dieses Gefühl zu haben. And we couldn't eat and... It was very, very nice to have that nervous feeling again, because it's a really, really different feeling being on stage. But, Ja, apropos Eltern, was denken die über eure Karriere? Ist ja Wahnsinn. Sie sehen ihre Jungs nicht mehr so oft. We don't see them much, so. Wir sehen sie nicht sehr oft. Hauptsächlich telefonieren wir. Aber als sie in Köln zu der Show kamen, ich sprach mit den Eltern von jedem von uns hier. Every individual here? She told them things. Ja, das hättest du besser nicht machen sollen. Da waren unsere Eltern sehr stolz auf uns. Sie mochten die Show. Habt ihr eigentlich eine Freundin
Oder sucht ihr eine Freundin? Well, it's not a thing, you say. Oh, da würden wir natürlich niemals Nein sagen. Wir sind alle sehr gesunde junge Männer. Aber es ist schwierig für uns, eine ernsthafte Beziehung zu haben. Wenn du eine Beziehung hast, dann solltest du für deinen Partner da sein, miteinander reden, Spaß haben und natürlich auch die Schulter für den anderen sein, wenn er weint. Und wenn du nie da bist, macht es auch keinen Sinn, eine Beziehung übers Telefon zu führen. Für sowas gibt es ja spezielle Telefonnummern. That was a joke. Ja, es war nur Spaß. That was a joke. Anyway, so... exactly. So it's, es ist schwierig. Aber auf der anderen Seite lernen wir viele Leute kennen. Wir machen Musik, wir treten auf. Wir hoffen, eines Tages auf die Person zu treffen, die akzeptiert, dass wir so gut wie nie zu Hause sind. Freunde sind ja schön und gut und braucht man auch viele. Aber die eine zum Knutschen. 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 Wir bekommen sehr viele Knuscheltiere. Kuscheltiere, Knuscheltiere. Knuscheltiere, Kuscheltiere. Ihr seid ja auch super viel rumgereist. Also ich will gar nicht wissen, wo ihr überall wart. Sonst bin ich ganz neidisch, dass ich hier im warmen Studio sitze. Habt ihr irgendeine Lieblingsstadt? Berlin ist ganz schön. Ah, da komme ich her, wie ja, schön. Wir sind da, bei Anfang waren wir noch nicht bekannt in Deutschland, sind wir da ganz lange gewesen, weil wir dann die Serien da aufgenommen haben. Ach ja. Und haben wir, ich bin zusammen mit Lida nach die Suche gewesen. Das, wie heißt das? Tiergarten? Zoo. Und es war ganz gut, war ein ganz großer Gorilla, waar schön, man kann schön einkaufen machen da. Ja. Auf die Kudamm. Kudamm, genau. Kurfürstendamm. Hey. So, aber es sind ganz viele, ich glaube, dass jede Stadt etwas Besonderes hat. So, wenn man gut guckt. What was that place we stayed over there? Wie hieß das noch, wo wir da waren? Als wir auf Tour waren, hatten wir zwei Tage frei. Moment, du warst in Dresden. So, als wir einen Tag komplett frei hatten, wollte Bastian nach Dresden fahren, weil er hörte, dass es da sehr schön sein soll. We had a day free. Aha. And Bastian wanted to see Dresden, because he heard it was beautiful. And Rostock? Was Rostock? Really? Rostock. Ja, genau, Rostock. Rostock. Yeah. It was really beautiful. Yeah. Yes, you went Rostock. Really? Ja, das Osten von Deutschland ist sehr schön, ja, weil es allen Wegen sind noch so sehr romantisch, sehr gemütlich, das Landschaft. Noch nicht so bebaut. Nein, und Holland und es ist auch so viele Gebäude und das Osten von Deutschland ist sehr schön, finde ich. Schön. Okay, was habt ihr mit der nächsten Single vor? Was wollt ihr damit sagen? Wie habt ihr sie produziert? Also wie lange hat es gedauert und all eure Ideen? The next single is a big surprise. Ja, die neue Single. Das ist eine große Überraschung. Komm, Lee, sag du es. Lee, you say it. You break the news. No, you say it. Okay. Oh, Eloy erzählt. Die neue Single wird gesungen durch Lee. Aha. Und das wird Bring Back the Love. So wir gehen nach Londen nächste Woche. Ja. En dan maken wij een nieuwe mix voor die single. Het is een ganz nieuw arrangement. En we freuen ons ganz veel drauf. We hebben schon veel ideeën daarvoor. En we hoffen dat het weer zo wie weer. Hoffen, dass es wird. Also sind das alles wirklich eure Ideen, weil ihr sagt, hey, die Mucke wollen wir machen, oder hört ihr eigentlich viel mehr auf eure Fans? The fans, that's why we make the music. So wir bekommen sehr viele Briefe und die Fans sagen, oh, das finde ich sehr schöne Song oder das hast du so schön gemacht in die Tour. Und natürlich, das ist sehr, sehr wichtig für uns, das, was unsere Fans sagen. Mhm. Mit den Videos, wie sieht's da aus? Also ihr habt super schöne Videos immer. Habt ihr da auch eigene Ideen mit reingebracht? Bei Ain't Just Another Story hatten wir die Idee, eine kleine Puppe mit reinzubringen. Männchen? Ja, ja. Little Action Man. Eine kleine Actionfigur. Weil jeder sagt, dass unser Caught in the Act-Symbol aussieht wie ein Männchen. Also veränderten wir das Symbol in ein niedliches Männchen, das ein T-Shirt trägt und durch die ganze Welt reist. Wir waren in diesem Computer-Design-Studio, um die Figur zu kreieren. Wir hatten verschiedene Vorstellungen, wie dieses Männchen aussehen und sich bewegen sollte. Eloy hat sich sehr viel Mühe damit gegeben. Eloy put a lot of it in the little cartoon guy. He has a very sweet face. Okay, gleich werdet ihr Bring Back the Love. Werdet ihr singen? Yeah. Ich wusste es, ich wollte nur ein bisschen Zeit lassen. Aber vorher gibt es den Megapreis. So, und jetzt singt Caught in the Act ihre neue Single Bring Back the Love. Es war der alte Mix, bald kommt der neue, darum genießt den alten. Viel Spaß. Ba-da-da-ba.
wanted to hold you, but my pride was too strong. Why did I have to hide? I know I was wrong. What happened to all the moments we shared when we knew for each other we cared? So let's bring back the love that we lost in the wind. Can the two of us try to start over again? I pray every night to the heavens above. Bring back the love. Bring back the love. Ba-da-da-ba. Yeah, yeah. The days are so long, and the nights are so lonely when you're not here with me. My dreams, you're all I see. Only hope it's not too late, just try starting over. What happened to all the moments we shared when we knew for each other we cared? Can we bring back the love that we lost in the wind? Can the two of us try to start over again? I pray every night to the heavens above. Oh, bring back the love. Remember when we built our love on nothing but good times, baby. Through thick and thin, if we hold on to trust, we'll get there again. Bring back the love that we lost in the wind. Can the two of us try to start over again? I pray every night to the heavens above. Bring back the love. Bring back the love that we lost. Can we bring back the love? Won't you pray? Bring back the love. Bring back the love that caused you to win. Can a dream try to start again? Save me. I pray every night to the heavens above. Bring back the love. Bring back the love. Wow, können wir alle noch mal ganz doll klatschen? Dankeschön. Ich fand es super schön. Also ich finde, ihr werdet immer, immer besser. Hört sich super schön an. Dankeschön. Also Kompliment. Ich habe euch was mitgebracht, eine Überraschung. Habe ich vorhin in der Feedback-Ecke gefunden von fünf netten Mädchen. Wer ist das? Das ist Lee. 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 Oh. Und wer Benjamin. Ist das? Benjamin. Ist das nicht schön geworden? Sehr schön. Und das bist du, Eloy. Wow. Schön. Und der Bastian. Dankeschön. Dankeschön. Schön. Das ist super. Ah, wow. Really nice. Ihr geht mit diesem Song ja auch auf Tournee. Ja. Welttournee. Ja. Yeah. Wohin überall? Wir gehen nach Thailand in den nächsten Monaten, nach die Philippinen, nach Australien, nach Japan wieder. Nach, ganz viele Plätze gehen wir. Gehen nach Amerika. Und wir machen eine Promos und auch Konzerte. Ja. So, wir freuen uns ganz viel drauf. Und wir sind wieder zurück in Deutschland. Die letzten zwei Wochen von Dezember. Ja. Dann machen wir eine Weihnachtstour. Dann können wir zusammen mit den Fans wir bei uns. Können wir Weihnachten feiern. Oh, wie schön. Ja, das ist schön. Finde ich ganz schön. Also ihr habt ein wunderschönes Leben, wo ihr mal hinkommt. Und was ihr für nette Mädels kennenlernt. Also sehr, sehr schön. Wollen wir ein Polaroid machen? Ja, natürlich. Für unsere Wand. Ihr seid die Zweiten auf meiner Wand. Kommt ihr alle zu mir? Nee, danke für die Puppe. Ja, danke schön. Sag mal Puppe. Dankeschön. Ja. Puppe. Okay. Marionette. Marionette. Danke für die Marionette. Okay, jetzt alle ganz eng zusammen. Okay, super. Okay. Seid ihr so lieb und könnt die auch noch signieren? Ja, natürlich. Unsere Wand brauchen wir dafür? Yes. Okay.
Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Ja, danke, Jasmin. Ihr seid mir super angenehme super. Gäste gewesen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Super. Doch, Benjamin? Ja. Ja, okay. Ganz klar. Die, okay. Die können wir mitnehmen? Ja, die könnt ihr mitnehmen. Ja, die Mädels haben sogar eine Videokassette von euch bekommen als Preis. Ja, aber. Weil die sind so schön geworden. Ja, viel Spaß damit dann. So, hier sind eure Stifte. Oh ja. Sit Lee down. Sit down, Lee. Okay. I'll sit on your lap, please. Vielen Dank und bis bald hoffentlich. Okay. Tschüss. Tschüss. Bye, tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. Das waren sie. Ich finde, sie sind super, super nett. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, sie kommen bald wieder. Vielleicht mal mit blauen Bomberjacken, wer weiß. Jedenfalls, jetzt sofort Telefon in die Hand nehmen, irgendwelche Tasten drücken und euer Wunschclip der Woche wählen.